Sag mal, willst du mich verarschen? Ja, ich dachte schon. So, und da oben ist noch ein Mensch. Da will ich auf jeden Fall auch nochmal hin. Bleibt mir auch nichts anderes übrig. Boah, war das knapp. Fahr. Aber ich scheine hier richtig zu sein, okay. Ohne Lügen wären wir niemals in diese Welt geboren worden, Raphael Marx. Was wir als Wahrheit akzeptieren, ist nicht immer wahr. Eine Gesellschaft, in der nur Wahrheit existiert, kann unweigerlich zerfallen. Wir müssen uns miteinander verbinden. Nur wenn wir miteinander vereint sind, wird sich die Antwort offenbaren. Okay. Tja, tatsächlich wahre Worte. Aber diesen Fanservice von Justin. Kann ja auch gut schlafen, der Gute. Ich habe keine Ahnung, wie die da jetzt geschwungen ist. Lager nämlich mit. Nanosuit. Oh. Drohne, ich hab da was. Jawohl. Teddybär, wir laufen jetzt nur noch als Teddybär rum. Was ist denn das Neue? Der hier doch nicht. Der auch nicht. Der hier. Ah, mit Leder, mit Lederjacke, das ist cool. Machen wir nochmal die Alltagskleidung, komm. Ich hoffe nochmal ein bisschen Munition. Auf Lager haben wir genug. Fähigkeitspunkte. Ich glaube nicht, dass da jetzt Fähigkeitspunkte dazugekommen sind. Nee. Okay.
Irgendwann. Es überrascht mich, dass du an so einem Ort so lange überlebt hast. Gefühl, dass du naja, mich als ich Ausrede für auf jeden Fall, Justin. Dafür gibt es auch einen Grund. So und welchen? Oh, ach egal. Das wird schnell sein. Wir müssen weiter. Das hätte ich Schiss zuzugeben, zu sagen, oh ja, geil, ich wichs mir da drauf ein. Das wird es sein, Justin. Ich nehme dich für meine Fantasien. Na, warte mal, wollte ich nicht einen anderen Suit anziehen? Alltagskleidung? Wäre auch nicht schlecht. Glücksfrosch. Fuck! Ey, willst du mich verarschen? Verwurtes Fickfotzen hier. Wie kommst du zurück? Scheint, als könnte das eine Weile dauern. Direkt neben dir ist eine Achterbahn, mit der du fahren kannst. Danke, bin gleich da. Ich glaube, das Vieh hat die Corona-Impfstoff gefunden. Hat selbst gefressen. Daraus dann Hyper, Mega, Omega, Ultra, Thanos Corona entwickelt. So, Waffenkern. Na, ich hoffe, ich kann meine Waffe noch mal ein bisschen upgraden. Lass mich raten, hier darf ich noch mal. Let's go. Jetzt wird ein Schuh draus. Nochmal ein bisschen Ass-Cooking.
So muss das sein. Rotzvieh, ey. Och nee. Muss die ganze Scheiße wieder zurück, oder was? Ich kann mir nicht vorstellen, den ganzen Mist wieder zurückzulaufen. Ich glaube, das ist Quatsch. Ich kann mir nicht vorstellen, dass man hier den ganzen Scheißweg zurücklaufen muss. Das weigere ich mich. Da weigere ich mich jetzt zu. Das wäre zu viel. Die zeigen dir auch nicht genau, wohin du musst. Ich habe keine Ahnung. Sein Tanktop. Hä? Man muss doch hoch auf dieses Gebäude, oder nicht? Da wurde eine verkauft, ja. Ich habe keine Ahnung. Die haben irgendwie gesagt, da gibt es eine Seilbahn. Toll. Aber die Kokos habe ich alle. Also wenn ich nicht da hoch muss, dann gehe ich da hoch wegen der Aussicht. Ich will ja nochmal heilen.
Wenn du mit der Achterbahn fährst, findest du ganz am Ende mein atemberaubendes Atelier. Wir gehen jetzt rüber zum Atelier. Wir sehen uns. Okay, das ist cool. Alter, du Rotzvieh. Ich hoffe, das ist das. Sein muss der Motivation. Hätte ich jetzt nicht gedacht, dass ich hier lang muss. Da lang. Gute Aussicht von der Leiter aus. Ja, da habe ich halt einen höheren Blickwinkel. Und kann dann die Karte besser sehen. Ich dachte, jetzt verkackt. Weiß halt auch nicht, wie lange die im Wasser bleiben kann, ne? Ich meine, wir können auch im Bärkostüm rumlaufen. Aber das sieht da echt zu, ja. Befremdlich aus dann. Naja. Ich hoffe, man hatte kein Echo drin. Super. Ist aber schön hier. Das muss man der Kleinen lassen. Was für ein Ort. Du meine Güte. Die vielen Pflanzen und die Vögel.
in Lillys Atelier. Das ist mein allerliebster Garten. Seht euch ruhig um. Ich setze mal mit Feuer und Benzin alles kaputt machen. Ich gehe in der Zwischenzeit ins geheime Arbeitszimmer. Bestimmt so eine Masturbationsecke, wo sie ganz viele Dildos in sich reinschiebt. Ich bin noch nie an einem so wunderschönen Ort gewesen. Ich wollte den Ort nicht, ich wollte den Moment nicht kaputt machen. Guck, da kommen sie schon raus. Okay, man muss aber sagen, so eine Geheimtreppe theoretisch ist lustig. Ist schon cool. Um mal ein bisschen serious zu sein. So seltene Pflanzen an einem solchen Ort wachsen. Anders war. Ich verstehe, warum das Lilly hier so wichtig ist. Ja, ich auch. Ich habe keine Ahnung, was für eine Pflanze das ist, aber da kann man bestimmt reinkacken. Schade, dass keiner sonst davon weiß. Erinnerung an Mother Spare schicken. Wirst du eins mit Mother Spare werden? Ja. Können die Daten nicht beschädigt werden? Ja. Wirst du mit anderen Leuten über das Netzwerk verbunden sein? Ja. Ist dies eine ehrenvolle Tat? Ja. Lass die Daten in den Memory Stick. Wirst du eins mit Mother Spare werden? Lasse die Daten im Memory Stick. Wirst du eins mit Mother Spare werden? Nein. Können die Daten nicht beschädigt werden? Nein. Wirst du mit dem... Bist du mit allen Medienformen getrennt und zu ewiger Einsamkeit verdammt sein? Ja, ja. Ah, okay. Das ist dann auch wieder. Da muss ich mit dem sprechen. Haben wir genug gesehen? Ich sollte zur Sicherheit lieber ein paar Proben sammeln. Oh, ich wollte auch runter. Ich wollte gucken, was die Kleine da in ihrem geheimen Arbeitszimmer macht. Kommt aber sehr langsam und erschöpft daraus. Hast du alle? Ja, mit einer Ausnahme. Was denn? Um ehrlich zu sein, war ich hier nicht allein. Aha. Ich hatte eine Kollegin, die auch überlebt hat. Ein gläserner Sarg. Unsere beste Hackerin. Und für mich eine echte Freundin. Sie ist vor einem Jahr eingeschlafen, nachdem ihre Körperzelle Schaden genommen hatte. Lilly. Verzeih, dass ich dich allein gelassen habe, Iberis. Ich werde jetzt häufiger kommen. Das hört sich falsch an. Ein Hacking-System voll komplexer Algorithmen, aber ohne Iberis Erinnerung. Das hat sie der Welt hinterlassen. Ist aber ein schönes Kleidchen, was sie anhat. Danke fürs Zuhören. Lasst uns gehen. Dass es ihn echt gibt, weiß ich. Ich wusste nur den Namen nicht. Iberis? Ah, die würde ich gerne mal ganz sehen, tatsächlich. So. Siehst du ja immer nur so ein bisschen, aber er hat ein schönes Kleidchen an. Kannst so viel erschaffen, aber nicht reparieren? Sprich mit Adam. Eve, danke, dass du mit... Aber gern doch. Es freut mich, dass du dein Herz ausgeschüttet hast. Das wird etwas unangenehm.
Verbindung zum Ausdehnungssystem. Jawohl. Was zum Geier habe ich hier freigeschaltet? Okay, das ist cool. Punktop, aber Motivation, wie so ein Clown. Den Strapsen. Oh nein. Ich kann es nicht fertig bauen. Ah, fuck. Niemand ist in diesen Zeiten ohne Leid. Niemand. Nicht mal Lady. Das stimmt. Sollen wir weiterfliegen? Die Musik war jetzt ein bisschen zu laut. Hat man den Dialog nicht mitbekommen. Was ein bisschen schade ist. Also der Alpha-Kern sein? Adam? Hast du mich gehört? Nö. Oh, entschuldige. Eine Nachricht aus Zion kam rein. Ja, ja. Ist alles in Ordnung? Etwas Schlimmes muss vorgefallen sein. Ich muss umgehend zurückfliegen. Was? Aber wir sind so nah dran. Okay, dann gehe ich allein. Wenn ich mit dir komme, verpasse ich sonst vielleicht den Alpha Nativa. Eve. Setz mich ab. Flieg ohne mich zurück. Schon gut. Ich schaffe das allein. Ich glaube nicht, dass da ein Notruf reinkam und er weg muss. Ich glaube, er will dich da nicht absetzen. Ich denke, ich habe da eine wirklich gute Idee. Ihr könnt die Drohnensteuerung mir überlassen. Adam fährt mit dem Hoverbike nach Zion. Ich übernehme so lange. Ein perfekter Plan, oder? Lily, nicht jeder kann mal eben so eine Drohne steuern. Man muss Dinge voraussehen können. Man muss schnell kluge Entscheidungen treffen und... Und der Stabilisator, Scanner und die Sensoren erledigen die Arbeit für einen. Was? Woher weißt du? Hab ich bei der Modifikation der Railgun gelernt. Bin sie auch Probe gefahren? Das lässt sich aber trotzdem nicht mit Wissen durch echte Erfahrung vergleichen. Was hältst du von Lillys Idee, Eve? Adam, verlass dich auf uns. Geh. Okay, okay. Schön. Ihr gewinnt. Übertreibt es bloß nicht, während ich weg bin. Damit meine ich vor allem dich, Lily. Und wie willst du zurück? Du musst das Ding doch mitnehmen. Ach so, das kleine Ding. Oh, komm schon. Ach so, so ein Ding hatten wir. Ich konnte es nicht benutzen bei dieser Unterwasserstadt. Natürlich. Ich weiß nicht. Ich finde den Adam komisch. Aber es ist eine interessante Namensgebung. Adam und Eve. Also Adam und Eva. Die Menschen werden bestimmt alle sterben und die werden jetzt zu zweit die Welt neu bevölkern. Entschuldigung. Klassiker. Classic. Sieht aus, als würde ich auf eine Retro-Con gehen. Was ich so drauf hab. Ich check mal die Verbindung. Wie ist das? Ich höre dich klar und deutlich. Okay, keine Zeit zu verlieren. Habe ich auch nicht vor. Aber noch ein ganz schön lange weg. Bis
vor kurzem hat er funktioniert. Er bezieht immer noch Energie von Fusionszellen. Und entsorgt leere Kisten in den Weltraum. Ah, es gibt Lebenszeichen in deiner Nähe. Vorsicht! Damit wollte sie hinweisen, dass ich hier nicht ein, dass es hier Damage gibt. Ein Maschinen-Native. Ist hier noch was? Ich will hier nichts verpassen. Maschine als vom Typ Tier. Der Typ Maschine ist schwierig. Bis jetzt sah es aber eher so aus, als wäre der Typ Maschine wesentlich einfacher. Hier geht's nicht weiter. Sehen wir es uns an? Nein. Ich habe eine Idee. Gehen wir entgegen der Fließrichtung. Ich kann mich nicht bewegen. Ich fühle mich so schwer. Es ist dunkel, kalt. Ich bin schrecklich müde. Okay. Er war also am Sterben. Aua. Wir haben hier noch einen neuen Gegnertyp eingeführt. Die jaulenden Kläffer kenne ich nicht. Da ist etwas über diesen Wasserlauf. Hängedrohnenpaket. Okay, das ist lustig. So, und nun? Nur ein Drohnen-Skin? Ist ja langweilig. Verdammt, sie haben uns entdeckt. Alle auf ihre Position. Kugelsichere Gegner gesichtet. Ziel auf die Nervenbündel an seinem Kopf. Verstärke mit bald eintreffen. Ja, ein bisschen müde bin ich tatsächlich schon. Ah, nochmal ein bisschen Fanservice. Ich darüber. Ja, kann man auch so machen.
Und es hat nichts gebracht. Es hat rein gar nichts gebracht. Oh, scheiße. Schade. Oh, wirklich. Naja. Aber die Schuhe leuchten. Das ist süß. So, hier können wir nochmal. Schließe die Schleuse und betritt den Damm. Lily, hat Adam schon irgendwie mit dir Kontakt aufgenommen? Lily? Lily! Oh, hast du gerufen? Tut mir leid. Gab es etwa ein Problem? Nein, ich habe mir nur das gesicherte Vermächtnis angeschaut. Bist du deswegen besorgt? Ich will nur überprüfen, ob die Informationen darauf echt sind. Das ist gut, aber bleib bitte bei unserer jetzigen Aufgabe. Jawohl, überlass das mir. So, die Schleuse muss ich irgendwie... Geschafft. Mach das Schleusentor zu. Das war... ja. Ach so, die Viecher sind ja wieder da. Alter, du scheiß Drecksköter! Sitz! Fotzviecher, ey. Das ist ein gutes Versteck. Let's go. Oh, du Ratte. Alter. An Yves Hosenbein möchte ich nicht liegen. Hier ist es sicher. Ich verstecke mich hier, bis sie weg sind. Ich werde mein Leben nicht für einen Kampf riskieren, den ich nur verlieren kann. Nur Narren bitten den Tod zum Tanz. Okay. Wetten, der Netiba von vorhin ist dafür verantwortlich? Ich will zwar nichts sagen, aber... macht doch alles keinen Sinn. Da war ich doch eben schon. Und fertig. Gucken wir mal, was wir hier drin haben. Ich möchte Helens Stimme hören. Ich möchte Helens Stimme sehen. Ich möchte Helen sehen. Ich muss Helen sehen. Ich werde überleben. Ach, du und deine Helen. Muss ich da lang? Ja. Will ich hier lang? Ja, zu dieser Kiste.
wäre mir das eine. Ja, hier kriege ich das Zeug. Aber die Frage ist. Hier liegt noch so ein besonderer Mensch. Ich habe gerade keine Lust zu reden. Ich habe einen Ausgang entdeckt. Wir müssen wieder zurück. Ja, bei dem, was wir alles erfahren haben, habe ich das Gefühl, dass die Eve jetzt auch so Fragen hat. Hier lang! Das ist kein Problem, oder? Natürlich nicht. Langsam, langsam! Oh, hey, sei vorsichtig! Alter Schwede, kleine Sodomasken. Ja, geschafft! Ein Hochleistungskörper. Beneidenswert. Alter, ernsthaft. Wir haben zwei Möglichkeiten. Wir können auf ein Rettungsteam warten, das niemals ankommen wird, oder wir suchen selbst einen Ausweg. Entscheide dich. Tja, ich würde sagen, hast du entschieden. Ich kann den Clown immer noch nicht bauen. Oh, scheiße. Das wäre cool gewesen. Ich habe von dem Stuff noch so viel im Lager.